Und wir geben jetzt schnell zu Erhard Schärfer ins Willy-Brandt-Haus. Auch er hat einen Gesprächspartner bei sich. Vielen Dank, Michael. Jetzt bei uns ist Gesche Joost aus dem Konkurrenzteam der SPD-Wahlkämpferin seit 4 Monaten. Und wenn Sie sich dieses Ergebnis jetzt angucken, gerade mal 3% zugelegt. Die SPD hat damit nach dem schlechtesten Ergebnis vom letzten Mal diesmal das zweitschlechteste. Was ist Ihre Reaktion auf dieses Ergebnis? Das ist total schade. Also der Wahlkampf war wirklich heiß, hat ganz großen Spaß gemacht. Es war ein ganz toller Zusammenhalt in der Partei unter den Wahlkämpfern. Und das hat sich anders angefühlt im Kontakt mit vielen Bürgerinnen und Bürgern. Und das ist schon schade. Ich hätte mir da sehr viel mehr gehofft für die Partei, die wirklich ein gutes Programm vorgelegt hat. Können Sie schon vermuten, woran es da möglicherweise gelegen hat, wenn Sie sagen, wir haben so viel reingegeben in diesen Wahlkampf und dann ist trotzdem doch vergleichsweise wenig dabei rausgekommen? Es scheint doch so zu sein, dass der Wählerwille ist, dass vielleicht doch lieber alles beim Alten bleiben sollte. Also etwas zu wagen, zu sagen, wir sind für soziale Gerechtigkeit, wir wollen etwas verändern in diesem Land. Das scheint etwas zu sein, was viele Bürgerinnen und Bürger doch erstmal noch scheuen und wo sie gesagt haben, nee, wir lassen es lieber beim Status quo. Das wäre meine Erklärung, weil an den Inhalten, wie wir auch mit Bürgerinnen und Bürgern gesprochen haben, eigentlich waren die Inhalte sehr positiv aufgenommen, aber es war vielleicht zu viel Wagemut da drin, was man hätte dann wählerisch ausdrücken müssen. Das heißt aber unterm Strich, würden Sie sagen, im Wahlkampf schon alles richtig gemacht, aber die Leute haben es nicht verstanden, oder? Also es war schon, waren tolle neue Formate, auch wir haben mit Tür-zu-Tür-Wahlkampf gemacht, wir haben viel eben mit Leuten gesprochen, wir haben viel im Netz gemacht, über Social Media haben sehr viel gemacht. Das ist eigentlich sehr gut angekommen, aber es hat eben zu wenig gebracht, es hat eben nur die 3% Zuwachs gebracht. Insofern muss man dann nochmal schauen, dass man das nochmal optimiert und dann nochmal sagt, wie können wir vielleicht noch besser einfach eine Wechselstimmung erzeugen und noch mehr mit unseren Inhalten punkten. Rein rechnerisch wäre möglicherweise Rot-Rot-Grün noch drin im Rennen, das muss euch auch vorsichtig sein zu diesem Zeitpunkt. Bleibt es ausgeschlossen? Ja, das bleibt auf jeden Fall ausgeschlossen. War von Anfang an war es klar, dass wir eben nicht mit den Linken zusammen eine Koalition eingehen wollen und das bleibt auch dabei. Gesche Joost, vielen Dank für diese erste Einschätzung. Zurück ins Wahlstudio.